Und damit welcome back, werte Survival-Fans da draußen vor eure Bildschirme zu einer weiteren verrückten Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass du da draußen wieder mit am Bildschirm klebst und ein fettes Merci geht raus an alle Zuschauer, die das letzte Video positiv bewertet haben. Ihr habt Bock, ich hab Bock und heute beginnt die offizielle Challenge. Ich bin wieder alleine unterwegs, ich werde mir jetzt kein Tier mitnehmen. Hier in meiner wunderschönen, prachtvollen Pelzrüstung werde ich jetzt losmarschieren ins Eisgebiet und mal gucken, was man da so tamen kann. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los, oder? Eddie, sei so lieb, halt hier die Stellung, ja? Perfekto. So mag ich das, alles sind top motiviert. Ich düse los. Eventuell kriege ich aufs Maul, aber mei, dann ist es halt so. Ich bin halt jetzt im Grunde perfekt vorbereitet. Besser geht's nicht. Ich schaue nochmal schnell nach, dass ich nichts vergessen habe. Ein paar Pfeilchen. Da habe ich nochmal ein bisschen Narkosemittel. Wir könnten rein, theoretisch. Ich hätte nochmal ein bisschen was durchgejagt. Den Rest auch noch mitnehmen. Aber ich denke mal, so ein Sabertooth oder so ein Wolf wird jetzt nicht so viel. So muss das, Leute. Meine Bodyguards, Alter, die passen hier auf, ne, auf Susi. Susi, dir kann überhaupt gar nichts passieren. Du bist hier wirklich in besten Händen. Absolute Profis hier. So, jetzt haben wir 33, das reicht. Dann düsen wir jetzt mal los. Nur, ihr könnt weiter kuscheln, passt. Ihr seid jetzt erstmal offiziell arbeitslos. Und jetzt geht's auf ins Getümmel und Hände weg vom Lümmel. Aber die Rüstung sieht schon ganz cool aus. Wäre noch cool, wenn man die einfärben könnte. Aber da gibt's bestimmt auch ein paar Mods. Aber ich will ja auch nicht alles hier überladen mit Mods oder so. Jetzt schauen wir mal, wie weit ich komme. Ich glaube, ich nehme schon mal die Bolas in die Hand. Da vorne ist das Mammutgerangel. Alter, auf was dreschen die denn ein? Zu viert vor allem, ne? Wie in der Schule, auf dem Pausenhof. 4 gegen 1. Unfair. So, das berühmte Eisschollenspringen. Bin ich schon geübt drin. Und dann schauen wir mal. Ab hier wird's gefährlich. Alter. Wie viel Pelz da rumläuft. Ich sehe immer nur in den Tieren die Ressourcen. Was ist da drüben? Kano. Ja, Kano wären sich auch nicht verkehrt, aber ich finde halt, so Sabertooths oder auch Wölfe sind halt ein bisschen wendiger. Aber hier ist irgendwie gerade das Kano-Paradise. Das will ich jetzt eigentlich... Ja, ja, schwimm du mal. Schwimm du mal. Die ignoriere ich jetzt einfach mal eiskalt. Soweit ich kann zumindest. Ah, waren da hinten nicht Pinguine auf dieser Insel? Polymer bringen die, gell? Organisches Polymer. So, hier brauche ich nicht mit meiner Bola rumlaufen.
Ja, Kumpel. Du willst Streit oder was? Ich bin zu sehr am Rand. Du willst echt Streit. Kumpel, welches Level bist du? Wieso haust du ab? Oh, ich hab Stimberries gefressen. 45, ja. Komm, weg mit dir. Ich hab zu tun. Oh, ich bin Level aufgestiegen. Okay, ich dachte, das geht nur bis 100. Ah, praktisch. Investiere jetzt erstmal weiter in Leben, würde ich mal sagen. Mit dem Damage bin ich eigentlich momentan auch sehr zufrieden. So, und hier werden wir jetzt einfach mal nach oben wandern und dann gucken wir mal, was uns so entgegenkommt. Alles Glitzern ist aber auch ein bisschen penetrant hier. Agentavis. Oh, rutschig. So glitschig und rutschig. Alter, wieso? Geh doch da jetzt hoch. What's the problem? So. Was sind das hier für Sträucher? Ich glaube, da hinten war wirklich das Pinguin Paradise. Das ist dann erst für später, wenn wir Polymer brauchen. Au, ja, Leute. Wie viele? Das Level? 20. Darf die nicht unterschätzen. Ja, die machen schon gut Damage, Alter. Die machen schon gut Damage. Nein, jetzt stecke ich hier. Alter, machen die Damage. Holy shit. Okay, ich habe die echt ein bisschen unterschätzt. Aber die sind halt auch im Rudel unterwegs. Da machen sie nochmal ein bisschen mehr Damage. Ah. Heilpaste wäre nicht schlecht gewesen. Was knurrt hier? Alter, was geht denn hier unter Wasser ab? Kurz mal reinluren. Was wie Heilpaste müsste ich noch machen. Oida, was geht denn da unten ab? Einheit, zwei, drei, paar Delfine. Alles gut, was geboten. Was haben wir denn eigentlich da drüben? Level 90, auch nicht schlecht. Was? Ebola. Alter! Geh mir dich auf den Sack, Alter! Jetzt kommen bestimmt die Haie und wollen knabbern. Maul! So, ihr kleinen Pisser, Alter. Was? Wieso bollern die mich so weg, Alter? Schnell. Weg. Egal, auch wenn er 90 ist und eigentlich ziemlich geil wäre. Drecksviecher, ohne Scheiß. Tja, jetzt bist du alleine. Was machst du jetzt? Machst du nichts mehr, wa? 55 Weibchen. Alter, kommt noch der Hai dazu. Meine Rüstung ist am Arsch. Die hält ja gar nichts aus. Jetzt bleib doch stehen. Alter, das macht der Elfen Dance, Mann. Alter, komplett durch, Alter.
Ich glaube es nicht. Ich stehe hier nackig. Ich würde mal sagen, Challenge fail, oder? Weit bin ich ja nicht gekommen. God damn it. Ich glaube, ich laufe beim nächsten Mal einen anderen Weg. Challenged failed. 10 Minuten hat es gebraucht, mich wieder nach Hause zu schicken. Stark. Ja gut, die Rüstung, die Pelzrüstung hat ja, glaube ich, nur 40. 40 Schutz. 40%. Eisenrüstung hat halt 100. Kann auch versuchen, mit der Eisenrüstung hier ein bisschen rumzulaufen. Ich habe ja an sich ein bisschen Resi. Vielleicht auch nochmal gucken. Oh, jetzt kommt er denn nicht hoch. Wegen Heilpaste. Ja, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, macht das vielleicht schon Sinn. So ein bisschen. Nee, ich nehme den Weg. Bin zu angeschlagen. Irgendwo ein Sabertooth. Kano. Achso, das ist ein Fisch. Ich dachte schon Level 1 Kano. Na? Ja, das Spyglass funktioniert noch nicht so gut. Muss ich, glaube ich, auch nochmal gucken, ob ich ein anderes finde. Was ein bisschen besser funktioniert. Wegmachen. Hep. Hep. Aber wenn ich jetzt einen guten Kano hätte. ...55... Grundsätzlich auch nicht schlecht. Nein. Da bin ich raus, mein Amigo. Da habe ich keinen Bock drauf. Mein Leben ist ziemlich am Arsch. Ansonsten gerne, aber nicht so, nicht unter den Umständen. Müssen wir jetzt nochmal schauen. Heilpaste. Mich nochmal irgendwie ein bisschen regenerieren. So, bei euch alles gut? Okay, sieht gut aus. Bisschen wärmen. Kann auch nicht schaden. Können wir jetzt mal schauen, ob es da irgendwas gibt. Habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Heil. Schwaches Heilmittel. Pilze. Hm. Finde ich jetzt nicht so geil. Was kann man denn noch nehmen zum Heilen? Stimulanzen. Brauche ich nicht. Sektenschutz brauchen wir dann später für den Sumpf. Ich hatte damals mal eine Mod. Gab es so einen chilligen Heiltrank. Der war jetzt auch nicht so übertrieben teuer. Aber was die Basics angeht, Vanilla, da scheint es nur wirklich ohne Feldflasche. Polymer.
Scheint es irgendwie nichts zu geben. Was ist das? Sticky Concoction made of Spikes, Narcotics and Blood Packs. Yummy. Ah, Blutkonserven. Blutkonserven war das. Transfusionsset. Hiermit kannst du einem Menschen Blut für eine Bluttransfusion abnehmen. Reserven. Warte mal, wo waren das? Wir lernen einfach das, was wir da gerade gesehen haben. Blutkonserve. Gucken wir mal, ob das irgendwo hier. Wahrscheinlich nicht. Brauchen wir da einen bestimmten Tisch noch? Wie kriege ich denn Blutkonserve? Warte mal, ich. Bluttransfusion. Chitin und Leder. Ich mach mal, aber ich glaube, ich muss mir Blut entnehmen. Aber das macht ja im Grunde gerade keinen Sinn. Nicht wirklich zumindest. So, den Scheiß schmeißen wir mal rein. Repair. Ah, nein! Ah, Metall fehlt. Ja, aber Metall habe ich auch keins mehr. Ne, Metall ist alle. So dumm. Okay. Das war's mit der Pelzrüstung, alles klar. Nimm mal die dabei. Metall muss ich dann auch nochmal ranholen. Also ein bisschen Schutz bringt sie ja auch. Aber ich darf dich dann nicht zu hoch wandern, sag ich mal. Das ist so ein Käse, Alter. Na, das können wir mal eben splitten. So, Chitin wollte ich haben. Aber ich denke mal, ich zapfe mir Blut ab für irgendwann später. Das macht im Grunde eigentlich gerade keinen Sinn. Ich probiere es aber trotzdem mal aus, weil ich das noch nie gemacht habe. So. Das machen wir mal kurz auf die. Hey. Mach das. Verbrauchen. Wie viel Leben haben wir? 1000, ne, 600. Was ist denn da draußen los? Eddie, kannst du dich mal kümmern? Nervt. Mach weg das Ding. Dankeschön. Muss mich hier konzentrieren. So, 700 Leben verbrauchen. Okay, das zieht dann 20 ab. Ja, dann bringt man halt dann auch wieder nur 20. Also sowas müsste ich tatsächlich mal ein bisschen vorbereiten. Dass ich mal an einem Tag, wo wir bauen oder so, mir stetig Blut abnehme. Das kann ja an sich nicht schaden. Aber jetzt gerade im Moment bringt mir das Nullinger. Dann hat das auch noch einen Cooldown. Okay, krass. Machen wir es halt mit Fleisch. Auch eh schon wieder massig Fleisch. Gut, dass hier noch einiges durchläuft. Okay, zweiter Versuch. Bolas. Habe ich. 7 reichen, passt schon. Düsen los. Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. So, tschüss Leute. Ich mache mich mal wieder auf den Weg hier. Diesmal schlage ich aber auch einen anderen Weg ein.
Bolas. Ich brauche gleich mal Bolas. Ein Wolfsrudel. Und das war nicht mal hoch. Wenn die jetzt Level 80 gewesen, wäre ich tot gewesen. Wie sie scheppert die Rüstung. Das feiere ich immer noch hart. Schirpe, schirpe, schirpe. Bringt mir das eigentlich nochmal Leben? Das geht schon wieder runter? Echt jetzt? Bringt die Rüstung so wenig? Alter Schwede. Ich habe Resistenz 60. Ich habe unfassbar viele Punkte da reingeballert. Das kann ja nicht sein. Dass das so wenig bringt. Ich fühle mich jetzt gerade wieder wie am Anfang. Ohne Eddie bin ich halt nichts. Alter, erschreckt mich halt. Kumpel, Level? 15, okay. Das macht mich halt echt fertig, ne? Leben weiß gerade nicht, was es machen soll. Steigen, fallen, Überforderung. Oh Gott, ich höre schon wieder was. So, in dem Fall müsste ich auch noch mal kurz Kamera umstellen. Ja, wieso kann ich nicht weiter rauszoomen? Habe ich jetzt was falsch eingestellt? Player-Kamera. Nö, eigentlich passt das. Komisch. Ah, doch, wenn ich renne, ne? Ja, okay. Ich renne, sehe ich mehr. So, da drüben war der Agent Tavis. Sinkt. Ohne Fellrüstung bist du ja aufgeschmissen. Ah, nur Kanos. Ich hätte mal gern Sabertooths. Einen guten Wolf würde ich mir auch noch nehmen, aber die sind meistens im Rudel unterwegs. Sabertooths sind ja eher so die Einzelgänger. Oh, was? Und wer vor allem? Agentavis, was haben wir da vorne? Da beißt doch irgendwas. Was? Dödon. Ach, das waren die Schweinchen, gell? Nee, auf Schweinchen habe ich gerade keinen Bock. Ich glaube, Sabertooth ist eher so Richtung Gebirge. Werde ich hier nichts finden. Vor allem werde ich hier einfach nur drauf gehen. Jetzt
jetzt wird es auch noch dunkel. Scheiß Challenge. Sabertooth! Level 50, meins. Okay, jetzt muss ich handeln. Schneller. Vielleicht, wäre nicht schlecht. Vierer. Schauen wir, vielleicht krieg ich's hin. Das ist zwar nur Level 50. Aber damit wird es mir auf jeden Fall schon mal besser gehen. Oh shit. Kumpel. Sieht's mit. Geht noch nicht, ne? Dachte ich mir. Eftel sterbe ich jetzt. Wie lange ist ein Cooldown? Okay, geht noch. Sieht auch echt schön aus. Okay, das war eine Ladung zu viel, würde ich mal behaupten. Naja, nehmen wir halt so mit. Scheiße. Ah, das war ein bisschen too much. Was ist denn da oben? Oh, Leute, mein Leben. Ah, jetzt bereue ich es, dass ich nicht mehr Bolas gemacht habe. Was bräuchte ich denn für Bolas? Auch gar nicht so viel. Stein, Fasern, Stroh. Ein paar mehr vielleicht? Sichel habe ich wieder nicht dabei, ne? Na, egal. Viele gehen eh nicht. Aber immerhin die zwei, die ich verloren habe. Ich muss das ein bisschen anders machen. Schlimmste ist halt einfach, Gott, dass jetzt gerade die Zeit tickt, ne? Dass ich bald drauf gehe. Das ist etwas, was mich gerade ziemlich nervt. Weil ansonsten hätte ich jetzt einfach so ein bisschen rumgechillt, rumgedümpelt. Ich kann natürlich jetzt auch einfach mal wieder ins Wärmere, in die wärmere Region, aber da werden wir dann wahrscheinlich keinen Sabertooth mehr finden. Das ist ein Glücksspiel. Da hinten ist noch was. Das kostet mich denn ein Lagerfeuer. Eine Fackel könnte ich auch bauen. Ich glaube, ich bringe da auch mal schon ein bisschen Wärme, ne? Lagerfeuer brauchen wir noch. Ich muss hier kurz mal irgendwie chillen. Was machen wir denn dafür weg? Ja. Lagerfeuer. Mir ist kalt. Bringt ja nicht mal das Lagerfeuer was. Kombi aus beiden. Das interessiert den gar nicht. Was ist denn los? Ich habe Resistenz 60. Hallo. Das ist hoffentlich das Mammut da drüben. Okay, mir ist jetzt nicht mehr ganz so krass kalt. Stehe ich hier, ne? Das habe ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt.
Manni, kannst du mich ein bisschen beschützen? Ich muss hier wärmen. Gib mein Leben jetzt endlich mal hoch. 600. Nein. Nein! Nein! Bist du? Wo habe ich das letzte Mal gespeichert, Mann? Okay, Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einmal den Daumen da und verfasst einen Kommentar. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.